gegrüßt, Freunde der gepflegten Unterhaltung und wie immer ein herzliches Willkommen zurück auf dem Kanal The Gentleman's Club. Schön, dass du auch heute wieder den Weg zu uns gefunden hast an diesen heißen Temperaturen. Ist ja furchtbar momentan. Ich mag den Sommer auch sehr gerne, aber wenn man so durchgehend den Tag ja meistert und es ist immer so über 30 Grad, es wird dann doch irgendwann mal ein bisschen anstrengend. Man muss sich mehrmals am Tag abduschen, einfach weil es so warm ist. Ich denke, es wird jeder von euch kennen. Aber das hält uns ja nicht davon ab, ein schönes Video hier rauszuhauen. Und ich dachte mir, hey, über was hast du lange nicht mehr geredet? Über die Haare. Und da hat man ja auch heutzutage so viele Möglichkeiten, wie man sich die Haare stylen kann. Nicht nur als Frau, sondern auch wir Männer haben da super viele Möglichkeiten. Und da auch ich jetzt langsam so ein älteres Alter komme, ich gehe jetzt auch bald auf die 30 zu, wollte ich einfach auch mal so über ein paar Frisuren sprechen, die ich getragen habe, warum ich sie heute nicht mehr trage, für wen ich sie aber auf jeden Fall empfehlen kann. Und vielleicht ist da eben auch etwas für dich dabei, deswegen bleib hier gerne dran. Und wir labern jetzt auch gar nicht groß um den heißen Brei rum, sondern wir fangen auch direkt an mit einem Klassiker, den ich gerade in jungen Jahren sehr gerne getragen habe. Und das ist so dieser typische extreme Undercut, wo die Seiten dann eben so gleichmäßig auf eine Länge kahl rasiert sind. Also kahl jetzt in Anführungszeichen, zum Beispiel jetzt auf 1 mm, auf 2 oder auf 3 mm. Ne? Das ist kein Stufenschnitt, sondern die Seiten sind gleichmäßig rasiert und oben hat man dann halt so das Haar. Habe ich sehr, sehr gern getragen. Vor allem so mit 16, 17, 18 habe ich, ja, 18 schon nicht mehr, aber so 16, 17, 15 habe ich sehr gerne getragen. Das Ding ist, warum ich es heutzutage nicht mehr trage. Es ist eine coole Frisur, gerade im Sommer, sehr nice, weil es ist nicht komplett kahl rasiert, du zeigst noch Haar, aber hast trotzdem den kühlen Wind, der dir dann an die Seiten, ja, um die Ohren schwingt, um die Ohren fliegt. Aber ich trage das nicht mehr, weil dieser Undercut einen jünger aussehen lässt. Ich spreche zum Undercut mit den gleichmäßig rasierten Seiten. Zum anderen kommen wir noch. Er lässt dich immer jung aussehen. Du wirst vermutlich im Rewe für ein Bier oder, wenn du jetzt keinen Alkohol wie ich trinkst, für einen Red Bull einen Ausweis zeigen müssen, weil die Frisur einen immer jünger aussehen lässt. Warum ich sie nicht mehr trage? Ganz einfach, ich wollte nicht mehr jung aussehen, in Anführungszeichen, dass die Frisur mich jung aussehen lässt. Gerade wenn ich mir sage, ich gehe jetzt eher in so eine Herrenrichtung. Ich trage jetzt nicht mehr nur so sportliche Outfits wie so Hoodies oder irgendwie Sportoutfits, sondern ich möchte jetzt in eine Herrenrichtung gehen. Ich möchte ab und zu gerne mal einen Anzug tragen, ein Hemd tragen. Da schneidet sich so diese Frisur einfach. Wenn du dir aber sagst, hey, okay, ich möchte auch jetzt vielleicht über 30 trotzdem in eine etwas jüngere Richtung gehen. Ich trage sehr gern sportliche Outfits, ich bin sehr gern locker unterwegs. Dann ist die Frisur trotzdem ideal, gerade weil sie im Sommer sehr angenehm ist und weil sie ja eben auch in vielen Fällen gut ausschaut. Ich persönlich, auch wieder ein zweiter Punkt und wir kommen auch gleich zur nächsten Frisur, das ist der Buzzcut, gerade im Sommer auch sehr, sehr nice. Buzzcut, alles ist so auf eine Länge eben rasiert, man hat vielleicht eben noch so einen Strich hier drin. Buzzcut habe ich persönlich nie getragen, zum einen, weil man eben der Typ für den Buzzcut sein muss. Buzzcut ist was für Leute, die eben die richtige Gesichts- und die Kopfform für haben. Ich persönlich habe einfach nicht so diesen ründlichen, sondern ich habe einfach so einen Eierschädel, deswegen mir der Buzzcut nicht steht. Und du musst das Gesicht für haben. Ich persönlich habe einfach eine große Nase, die sticht hervor. Wenn ich mich so zur Seite drehe, dann boom, dann haut die gleich raus. Weswegen ich mir sage, okay, ein Buzzcut, der steht mir einfach nicht. Und dasselbe war dann eben auch beim extremen Undercut, wo die Seiten extrem gleichmäßig raspelkurz sind, steht mir dann auch irgendwann nicht mehr, weil die Nase einfach rausguckt. Kleiner Einspieler hier an der Stelle, jetzt zum Beispiel so beim Thema Friseur. Ein guter Friseur wird dir immer sagen, hey, pass auf, ich würde keinen Buzzcut empfehlen, ich würde nicht den extremen Undercut empfehlen, weil du die Gesichtsform nicht hast, weil du die Kopfform dafür nicht hast. Ne? Ein guter Friseur erkennt das und sagt dir dann auch, hey, das würde ich nicht machen, das würde ich nicht machen. Ne? Weil jeder Friseur sagt ja zum jemanden zum Beispiel auch, der sich sagt, hey, ich möchte jetzt von vollen Haar auf Glatze umsteigen, dann sagt ja jeder Friseur auch, hey, pass auf, würde ich an deiner Stelle nicht machen. Und so sollte dann auch noch jeder Friseur eben sagen, hey, pass auf, Buzzcut, extremer Undercut, lass mal eine andere Lösung finden, wenn du in die Richtung gehen möchtest. Aber so extrem würde ich es nicht machen. Also da auf jeden Fall drauf achten. Das ist meiner Meinung nach, macht ein guter Friseur so und sagt dir dann auch, okay, das würde ich nicht tun. Und dann würde ich es auch nicht machen. Also dann würde ich da auch nicht drauf bestehen und sagen, ja, ich will das doch aber haben, machen Sie das jetzt. Würde ich mich auf jeden Fall beraten lassen. Ne? Kleiner Einspieler hier an der Stelle, jetzt geht's weiter.
Das nächste ist dann der Undercut, den ich auch lange getragen habe, wo du eben so den Stufenschnitt hast. Auch ein Klassiker, habe ich auch ewig getragen, habe ich sehr gefeiert. Hier ist es eben so, es geht auf jeden Fall in eine erwachsenere Richtung, wie ich finde. Also wenn du eben zum Beispiel hier hast du 1 mm, dann hast du eben hier 3 und dann geht es runter auf, hoch auf 6 oder 9 und dann kommen eben die Haare, ist für mich dann eine jungenhafte Frisur, also es geht auch in eine junge Richtung, aber du siehst halt nicht komplett jung aus, also du siehst jetzt halt nicht irgendwie wie 16 oder 15 aus, sondern gehst schon in eine erwachsenere Richtung oder in eine junge Haare wachsende Richtung. Und es passt einfach besser zu einem Anzug oder zu einem Hemd oder zu einem Herrenoutfit als jetzt diese komplett rasierten Seiten mit dem Undercut. Ne? Ist auch meine Meinung, war für mich auf jeden Fall der Grund, dass ich dann eben schon in eine erwachsenere Richtung gehen wollte. Und da habe ich mir dann eben gesagt, okay, ich mache jetzt nicht mehr den kahlrasierten Undercut, sondern ich mache jetzt den Undercut, wo ich eben so den Stufenschnitt habe, ne? Wo ich wenigstens dann so ein bisschen Haare an den Seiten habe. Aber ich bin dann eben noch einen Schritt weiter gegangen und habe mir gesagt, da nee, auch dieser Undercut ist nicht mehr das Richtige für mich. Ich möchte jetzt wirklich einfach in eine, ja, in eine simplere Richtung gehen, in eine erwachsenere Richtung gehen. Ich möchte jetzt einfach da nicht mehr groß auffallen. Ich möchte einfach eine Frisur haben, wo dann eben auch so mein Haar ein bisschen zur Geltung kommt. Und deswegen habe ich mir dann eben gesagt, hey, pass auf, ich fange jetzt erstmal so mit dem Seitenscheitel an, ist eben so das Simpelste, ne? Seitenscheitel, hast du die Möglichkeit, du kannst es nass lassen und dann mal eben nach hinten kämmen, dann hast du eben so diesen nassen Look. Du kannst es locker lassen, indem du einfach eine matte Paste oder eben mattes Haarspray eben nimmst und es dann nach hinten kämmen oder das Ganze eben so nach vorne dann eben strähnen lassen. Aber du bist ja halt auch so ein bisschen eingeschränkt in deinen Möglichkeiten, weil du halt nicht so viele Möglichkeiten hast. Kannst es nach hinten kämmen, kannst es nach vorne kämmen. Kannst es ein bisschen aufwuscheln, das auf jeden Fall, aber eben auch nicht zu extrem. Und deswegen habe ich mir dann irgendwann gesagt, hey, ich lasse mir das Haar einfach noch ein bisschen länger wachsen und mache mir dann eben so eine Art Mittelscheitel, kämme mir das Haar dann eben nach vorne und habe da dann eben so die meisten Möglichkeiten, ne? Weil ich kann machen, was ich will. Ich kann das Haar nass lassen und einfach so ein bisschen strähnig nach vorne. Ich kann das Haar dann eben einen trockenen Look eben nehmen, neben eine matte Paste oder eben mattes Haarspray. Gerade wenn es ein bisschen dichter das Haar ist, ist dann Haarspray eben besser, wenn es über den Tag halten soll. Nehme auf jeden Fall dann eben eine Spülung nach dem Duschen, damit das Haar allgemein einfach ein bisschen fluffiger ist und einfacher zu stylen ist. Und habe dann eben die Möglichkeit, dass ich mir sagen kann, ich kann es nach hinten kämmen und dann im Laufe des Tages einfach ein bisschen nach vorne fallen lassen, dass ich ein bisschen Strähnen habe. Ich kann es mir auf der einen Seite ein bisschen strähniger lassen, die andere Seite kämme ich nach hinten. Ich kann beide Seiten nach unten strähnen. Ich habe nicht mehr das Problem, dass das wie beim Seitenscheitel immer so ein bisschen sauber sitzen muss, sondern es kann mir egal sein, dass es im Laufe des Tages so ein bisschen verwuschelt. Ich muss einfach nur den hier machen und kann es auch ein bisschen wuscheliger lassen, weil es eben beim Mittelscheitel egal ist. Oder wenn du es nach hinten kämmst, eben einfach egal ist, als wenn du es jetzt eben so sauber auf die Seite kämmen möchtest. Ne? Also deswegen habe ich mir gesagt, mach dir den Mittelscheitel, kämmst dir nach hinten und lass dich einfach überraschen, was im Laufe des Tages mit den Haaren passiert. Ne? Also das sind so die erwachseneren Frisuren, Mittelscheitel, Seitenscheitel, dann eben mit den längeren Haaren an der Seite. Gibt noch viele andere Frisuren, die man eben haben kann, aber das sind jetzt so die Frisuren, die ich so durchlebt habe. Schreib mir gerne mal so deine Lieblingsfrisur in die Kommentare. Vielen Dank fürs Zusehen. Lass mir gerne ein Abo auf dem Kanal da. Das nächste Mal geht es dann auch wieder einzeln um Produkte, die ich eben so empfehlen kann. Wie gesagt, danke fürs Zusehen. Hab jetzt eine schöne Woche oder ein schönes Wochenende, je nachdem, wann du das Video schaust. Bis zum nächsten Mal und ciao.